Willkommen zurück im Classroom. Wir haben leider auch heute Morgen ein paar Probleme mit dem Stream. Die Aufzeichnungen sollten aber gut sein. Wir sind an den Problemen dran und versuchen unser Bestes. Hier geht es jetzt aber zunächst mal weiter mit dem Talk von Sandro Scalco zum Thema Unterschriften sammeln vom gestern zum morgen mit dem Projekt Oli. Sandro ist Gründer vom Projekt Oli. Mit dem Projekt Oli will er die Schweizer Demokratie ins 21. Jahrhundert befördern. Für die anschließende Q&A wechseln wir gleich direkt in den Jitsi-Raum, Classroom in der Welt. Den Link werde ich im Chat noch posten. Dann übergebe ich an Sandro. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zum Winterkongress der digitalen Gesellschaft 2021. Mein Name ist Sandro und es freut mich außerordentlich, euch heute das Project Auli etwas näher vorstellen zu dürfen. Ich möchte euch auf eine Reise von gestern zum morgen mit dem Project Auli mitnehmen. Unsere Reise hat nämlich vor einem Jahr hier am Winterkongress mit einem Vortrag vom Prototype Fund Schweiz begonnen. Noch bevor ich weiter auf den Prototype Fund und unser Projekt eingehe, darf ich euch verkünden, dass der Prototype Fund dieses Jahr in eine nächste Runde geht. Es werden nämlich wieder 5 Teams gefördert, welche die digitale demokratische Mitwirkung weiterentwickeln möchten. Sie haben 6 Monate Zeit für die Entwicklung von einem Konzept bis zum Prototypen, welche am September 2021 beginnt. Die Bewerbungsphase startet nächste Woche und geht bis Mitte Mai. Also, falls ihr interessiert seid, geht auf prototypefund.ch und schaut euch dort die Bewerbungskriterien detailliert an. Noch bevor die neue Prototype Fund Runde startet, haben wir nächsten Dienstag den Demo Day der aktuellen Prototype Fund Runde. Ich und 4 weitere Projekte oder Projektleiter mit 4 weiteren Projekten präsentieren dann unsere Prototypen der breiten Öffentlichkeit. Ich lade euch ganz herzlich ein, meldet euch an auf prototypefund.ch/events für den Online-Event und schaut euch an, was wir in den letzten 6 Monaten alles entwickelt haben. Ich möchte meine Reise nun aber mit einer Frage beginnen. Sind wir nicht alle ein bisschen stolz auf unsere Schweizer Schokolade, den Schweizer Käse und ein bisschen auch auf unsere Demokratie? Nun, die Grundpfeiler unserer modernen direkten Demokratie basieren im Grunde genommen auf diesen 2 Säulen, nämlich dem Decision Making und dem Agenda Setting. Seit der Einführung der Volksinitiative 1891 und des fakultativen Referendums müssen Unterschriften gesammelt werden. Am Prozess des Unterschriftensammelns hat sich seither nichts Nennenswertes geändert, wie wir später noch sehen werden. Es besteht grundsätzlich aus den Prozessschritten Volksbegehren auslösen, Unterschriften sammeln, Unterschriften bescheinigen, Volksbegehren einreichen und das Feststellen des Zustandekommens. Doch einfach so 5 Schritte wäre viel zu einfach. Daher haben wir diese 5 Schritte genommen und mal in Relation mit den beteiligten Akteuren gesetzt. Und so sehen wir, dass das Ganze eigentlich beim Komitee und der Bundeskanzlei beginnt. Das Komitee gründet ein Initiativkomitee und erarbeitet eine Initiative. In Zusammenarbeit mit der Bundeskanzlei, welche Vorprüfungen vornimmt, wird dann ein entsprechendes Volksbegehren, also die Volksinitiative, erarbeitet. Ist dieser Prozess abgeschlossen, haben die Initiantinnen und Initianten 18 Monate Zeit,
genügend Unterschriften zu sammeln, diese zu validieren und bei der Bundeskanzlei einzureichen. Doch beginnen wir vorne. Das Komitee ist nun gefordert und muss die Unterschriftenbögen den Bürgerinnen und Bürgern zur Unterschrift vorlegen. Diese füllen den Unterschriftenbogen aus, noch von Hand, und das Komitee muss irgendwie wieder an diese Unterschriftenbogen kommen, damit sie es nach Gemeinde sortieren können. Haben Sie genügend Unterschriftenbogen pro Gemeinde zusammen und noch genügend Zeit? Senden Sie diese in einem Kuvert an die entsprechenden Gemeinden und lassen die Unterschriftenbögen bescheinigen. Die Gemeinde hat nun Zeit, diese Unterschriftenbögen zu prüfen und bescheinigt diese Bögen, bevor sie wieder an das Komitee retournieren. Das Komitee nimmt anschließend alle Unterschriftenbögen wieder entgegen und sortiert diese nach bescheinigten und nicht bescheinigten Unterschriften, respektive notiert sich, welche Gemeinde wie viele Unterschriften bescheinigt hat und wie viele das ungültig waren, damit sie dann kurz vor Ablauf der Frist von 18 Monaten auch wissen, ob sie genügend gültige Unterschriften zusammen haben. Meist dann mit einem medienwirksamen Event wird dann das Volksbegehren eingereicht. Die Bundeskanzlei bestätigt den Empfang der Unterschriften und startet dann im Hintergrund über etwa 2 weitere Wochen die Unterschriften und bescheinigt diese und zählt, wie viele Unterschriften dann schlussendlich gültig zustande gekommen sind. Und je nachdem, was diese Zählung ergibt, sagt sie dann, ob das Volksbegehren zustande gekommen ist oder nicht und leitet dann die weiteren Prozesse ein. Nun, etwas hat sich über die Jahre nicht geändert, nämlich unsere Briefkastendemokratie. Sie ist immer noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Für die Hauptpunkte unserer Demokratie muss im Grunde genommen immer noch Unterschriften von Hand gesammelt werden. Wir brauchen immer noch Kugelschreiber, Papier, einen Drucker, ein Kuvert und eine Briefmarke. Außer ihr verwendet WeCollect, dann könnt ihr auch die Briefmarken und das Kuvert, könnt ihr euch die Briefmarke und das Kuvert sparen. Nun, das ist ja eigentlich gut, oder? Denn unsere Gesellschaft hat sich ja auch nicht wirklich verändert. Naja, lassen wir mal die dämlichen Kommentare auf der Seite und wir sind uns eigentlich einig, der nächste logische Schritt der Evolution der Demokratie, der ist klar, nämlich der ist digital. Während wir immer noch eine Briefkastendemokratie sind, sollten wir eigentlich schon längst digital sein. Einer der absolut kritischen Teile der Demokratie ist E-Collecting, das digitale Signieren von Initiativen und Referenden. Und hier kommt Auli ins Spiel. Wir sind First Mover in der Schweiz für E-Collecting-Lösungen. Wir haben uns das zum Ziel gesetzt und haben auf diesem Weg einige Probleme und Erfahrungen sammeln dürfen, die ich euch gerne zeigen möchte. In den letzten 6 Monaten haben wir uns bei Auli mit technischen und soziopolitischen Fragen konfrontiert. Die technischen Aspekte beinhalteten eine Integration der elektronischen Identität des Kantons Schaffhausen und die Verifikation von digitalen Unterschriften. Auf der soziopolitischen Seite war es für uns die Schwierigkeit, eine Webseite zu bauen, welche allen Ansprüchen der verschiedenen Anspruchsgruppen, die wir auch vorhin gesehen haben, den Verwaltungen, Kantonen, Gemeinden, Bürgerinnen und Bürgern, Campaignern und Parteien gerecht wird.
Aber wir haben auch einige Probleme entdeckt. Wir haben uns gefragt, wer stellt eine Basisinfrastruktur zur Verfügung? Ist es die Aufgabe eines Kantons oder der Gemeinde, wie eine Campaigning-Webseite auszusehen hat oder wie der Unterschriftenbogen auszusehen hat? Eigentlich nein. Wir haben uns gefragt, welche Schnittstellen zwischen Gemeinden, Campaignern, Bürgerinnen und Bürgern gibt es? Wir haben uns gefragt, welche Formvorschriften sind dann wirklich vorhanden, die eingehalten werden müssen? Warum muss etwas handschriftlich sein, wie wir es in der letzten Anpassungen vom Bundesgesetz gesehen haben, dass Vorname und Nachname handschriftlich gemacht werden müssen? Wir haben uns gefragt, warum gibt es überhaupt die Identifizierung und wie kann hier die EID eingesetzt werden? So können zum Beispiel Attribute schon vorgeprüft werden, wie zum Beispiel das Alter und der Wohnort, um auszuschließen, dass eine Person fälschlicherweise eine Initiative unterschreibt, welche noch nicht im entsprechenden Alter ist oder in einem Wohnort wohnt, in der die Initiative gar nicht lanciert wurde. Und wir haben uns auch gefragt, für was gibt es eigentlich eine Signatur? Denn eigentlich müsste ja, wenn die Signatur zur Identifizierung oder zur Prüfung der Person dienen würde, die Einwohnerkontrolle eine Kopie davon haben. Wir haben aber auch uns mit dem Spannungsfeld zwischen der Verwaltung, den Bürgerinnen und Bürgern und den Campaignern beschäftigt. Gegenseitige Erwartungen und Vorurteile erschweren den ganzen Prozess rund um E-Collecting. Im Zusammenhang mit E-Collecting haben wir uns aber auch mit der Partizipation im Allgemeinen beschäftigt und sind auf diese vier Stufen der Partizipation gekommen. Auf der ersten Stufe sprechen wir in der einfachsten Form der Partizipation von Bewertungen, Befragungen oder Umfragen, welche im Grunde genommen keinen verbindlichen Charakter haben. Die Identität spielt in den meisten Fällen eigentlich noch keine Rolle. Auf der zweiten Stufe ist dann die Zielgruppe dann schon relevanter, nämlich wenn wir für Smart City Umfragen plötzlich die Adresse oder das Alter gewisser Bürgerinnen und Bürger wissen wollen. Auf einer dritten Stufe haben wir E-Collecting und E-Voting gesetzt. Es ist nach heutigem Stand eigentlich so ein bisschen die Champions League der Partizipation. Im Grunde genommen basieren aber die Stufen 1 bis 3 auf Prozessen und Technologien, welche wir heute kennen. Mit einer vierten Stufe wollen wir eigentlich die Demokratie einen Schritt weiterbringen. Hier sollen vor allem neue und rein digitale Instrumente oder die Technologien genutzt werden, um die Demokratie weiterzuentwickeln. So wie sie vor über 150 Jahren im Zusammenhang mit der Eisenbahn, dem Telegrafen und dem modernen Buchdruck entstanden ist. Kommen wir zu den vier Phasen von E-Collecting, so wie sie vom Bundesrat definiert wurden. Denn der Begriff E-Collecting ist eigentlich heute noch nicht abschließend und allgemeingültig definiert. Aber im Sinne einer Annäherung kann man sagen, dass es in etwa die Abläufe unterschreiben, sammeln, prüfen und zählen von Unterschriften umfasst. Doch wie sieht es aus mit den Voraussetzungen für E-Collecting? Zum einen haben wir eine Gesetzgebung, das ist in den meisten Kantonen das Wahlgesetz. Wir haben eine elektronische Signatur,
welche zur Willensbekundung und als Beweis der Integrität der Daten dient. Wir haben die elektronische Identität zur Identifizierung einer Person und zur Autorisierung des Zugangs, also wo wir steuern können, welche Initiative und welches Referendum welche Person überhaupt unterschreiben darf. Womit wir auch eine erste Fehlerquelle eliminieren können. Eine vierte Voraussetzung ist das elektronische Stimmregister, wo wir dank einer hohen Automatisierung eigentlich die größten Effizienzsteigerungen im ganzen Prozess erzielen können. Und zuletzt die Verfassungsänderung, welche eigentlich mit der Etablierung des ganzen Prozesses oder vom ganzen E-Collecting einhergeht. Denn hier stellt sich dann die Frage, müssen Quoren und Fristen angepasst werden oder entsteht ein neuer demokratischer Prozess, der nur digital zur Verfügung steht? Die Anpassung der Gesetzgebung, wie wir sie im ersten Punkt haben, würde einen ersten Prototypen und ermöglichen, mit dem man Erfahrungen sammeln kann. Die Nutzung der elektronischen Signatur würde dazu dienen, dass man Erfahrungen mit dem elektronischen Unterschreiben sammeln könnte. Aber auch das EID, die Verwendung der EID dient dazu, den Umgang mit einer elektronischen Identität zu lernen. Eigentlich wären gemäß der Verordnung der politischen Rechte auf Bundesebene oder gemäß dem Gesetz vom Kanton Basel, Stadt und St. Gallen erste Prototypen schon möglich. Für die anderen vier Punkte ist noch einiges zu tun. So warten wir immer noch auf eine EID. Die elektronische Signatur, wie wir sie heute verwenden, hat sich noch nicht durchgesetzt in der Bevölkerung. Es fehlen Open Government Data Schnittstellen, um Daten vom Stimmregister zuzugreifen. Und die Frage um die Quoren und Fristen sind sehr emotional geführt. Und eine Verfassungsänderung wäre doch ein großer Schritt. Also eigentlich alles ganz einfach, oder? Wir müssten bei Project Oli einfach kurz eine App programmieren und wir hätten das Problem gelöst. Nun, wir haben nicht ganz eine App programmiert, aber wir haben eine Plattform gebaut, wo wir den Campaignern eine Möglichkeit bieten, einen Unterschriften-Button auf ihrer Webseite einzubauen, ohne wirklich groß Anpassungen an ihrem Prozess vorzunehmen. Wir haben eine Informationsplattform für Bürgerinnen und Bürger gebaut, wo wir die Initiativen und E-Collecting präsentieren. Wir haben die EID integriert. Wir geben den Bürgerinnen und Bürgern einen Prozess, wo wir sie an der Hand nehmen und ihnen erklären, wie E-Collecting funktioniert. Und zum Schluss haben wir die soziale Komponente, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Initiativen mit ihren Freunden teilen können. Das Ganze ist Open Source und ermöglicht die Integration von Spenden, weiteren sozialen Kanälen und ist dank der EID auf einem deutlich höheren Niveau, wie wir es heute aus der analogen Welt kennen, wo ich auf dem Unterschriftenbogen sehe, wer vor mir schon unterschrieben hat. Das Project Auli ist sozusagen eine Plattform für E-Collecting, auf der Bürgerinnen und Bürger direkt in Demokratie partizipieren können, die Verwaltung effizienter sein kann und E-Collecting fördern kann, wo wir Kantone begleiten und Parteien und Campaigner einfach E-Collecting in ihre Prozesse integrieren können. Ein wichtiger Punkt ist auch der Wissens- und Erfahrungsaustausch und die Unterstützung für E-Collecting-Vorhaben, welche wir auf unserer Map dokumentieren. Denn eigentlich ist es ja klar,
Der Beitrag von E-Collecting für die Demokratie ist wichtig. Senkt er bestehende Alltagshürden, um Initiativen und Referenden zu unterzeichnen? E-Collecting erweitert den Kreis der Bürgerinnen und Bürger, sich an der Demokratie zu beteiligen. Wir haben Effizienzgewinne auf Seiten der Verwaltung und wir haben ein Mehr an Sicherheit dank dem Einbezug einer elektronischen Identität. Dank diesem Team war es uns möglich, Aulitz in den letzten 6 Monaten zu entwickeln und die Arbeitsmoral und der Einsatz jedes Einzelnen hier war wirklich einzigartig und eine super Erfahrung für uns. Und ich freue mich schon, den ersten Prototypen mit einem Kanton mit dieser Truppe zu meistern. Bevor wir in die Demo gehen, möchte ich noch kurz ausholen und euch die Volksmotion in Schaffhausen kurz vorstellen. Sie war ein zentraler Punkt von unserem Vorhaben mit dem Project Auli. Da wir im Project Auli auch die elektronische Identität des Kantons Schaffhausen verwendet haben. Mit der Volksmotion Mehr Demokratie für Schaffhausen, einfach und sicher Volksbegehren elektronisch zu unterschreiben, haben wir die Regierung aufgefordert, das Wahlgesetz und die Geschäftsordnung des Kantonsrats zu ändern, dass Volksbegehren nicht mehr nur handschriftlich, sondern auch elektronisch unterzeichnet werden können. Und wir haben Ihnen vorgeschlagen, dass die bereits bestehende Unterschriftenfunktion der elektronischen Identität dazu genutzt werden kann. Unserer Meinung nach ist das der einfachste Weg, um in einem Kanton Unterschriften sammeln auf elektronischem Wege zu ermöglichen. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch nun in der Demo zeigen. Wir haben hier auf Auli unsere Webseite, wo wir den E-Collecting-Prototyp haben, den ihr ausprobieren könnt, falls ihr keine Schaffhauser EID habt. Wir erklären euch mehr zu E-Collecting, was unsere Mission ist, und ihr könnt einen E-Collecting-Prototyp auf WeCollect testen. Dazu benötigt ihr aber die elektronische Identität des Kantons Schaffhausen. Auf der Map könnt ihr sehen, wie es um E-Collecting in der Schweiz steht und euch die Projekte dahinter anschauen. Wie ihr E-Collecting fördern könnt, aus Seiten Verwaltung oder Partei oder als Bürgerinnen und Bürger, seht ihr, wenn ihr euch hier informiert. Wollt ihr allgemein mehr zu E-Collecting erfahren, dann könnt ihr euch auf den entsprechenden Newsartikeln zum Thema einlesen. Ganz zum Schluss auf unserer Webseite habt ihr dann die Möglichkeit, eine Demo-Initiative, zum Beispiel hier die Mikrosteuer-Initiative, mit Auli zu unterzeichnen. Wir haben hier unsere Microsite, wo wir sehen, wie diese Mikrosteuer-Initiative elektronisch mit Auli unterzeichnet werden kann. Wir haben eine Übersicht des eigentlichen Begehrens und hier die Möglichkeit schon, unsere Freunde und Bekannten einzuladen. Mit einem Klick auf Unterschreiben komme ich dann in den ganzen Unterschreibungsprozess. Ich sehe, dass ich zuerst den Bogen erstellen muss, ihn digital signieren und anschließend an Auli übermitteln kann. Und ich sehe auch hier nochmal die Vorteile, die ich habe, wenn ich das mit Auli mache. Legen wir los. Ich komme auf die Seite der EID von Schaffhausen, wo ich die Möglichkeit habe, den QR-Code zu scannen und dazu aufgefordert werde, meine Attribute mit der EID an Auli zu übertragen. Ich bestätige das. Und in diesem Zusammenhang erhält Auli meine Daten und generiert im Hintergrund mein persönliches Unterschriftenblatt. Der Bogen wurde erstellt. Nun geht es mit dem nächsten Schritt weiter, nämlich dem Signieren.
Ich muss diesen QR-Code mit der EID scannen. Das machen wir jetzt hier. Anschließend meine Dokumente auswählen, auf die drei Punkte klicken. Ich sehe hier noch im Dokument, dass ich diesen Unterschriftenbogen erstellt habe. Ich sehe hier nochmal, um was das es sich handelt beim Begehren. Und ich kann jetzt das Dokument digital einfach mit einem Fingerklick signieren. Im nächsten Schritt exportiere ich das Dokument und sende es an den Briefkasten at Auli. So einfach geht das. Ich bekomme hier die Bestätigung, dass ich die Mikrosteuerinitiative erfolgreich unterschrieben und gesendet habe. Ich habe hier nochmal die Möglichkeit, die Initiative zu teilen oder eine Spende zu machen. Das war's von Project Auli. Ich hoffe, ihr hattet einen Eindruck, was wir in den letzten Monaten gemacht haben. Und ich würde mich freuen, euch nächste Woche beim Demo Day etwas näher kennenzulernen und euch noch mehr über Auli zu erzählen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eure Fragen. Danke, vielen Dank, Sandro, für deinen Talk. Wie bereits vorhin erwähnt, geht es jetzt gleich weiter im Jitsi vom Classroom. Ich habe den Link gepostet im Chat. Klickt darauf und wir sehen uns gleich dort für die Q&A. Vielen Dank.